Es wird ja wohl nicht so dringend sein. Doch, tut mir leid, es ist dringend. Also gut, dann beeilen Sie sich gefälligst. Es geht um Minks, haben Sie gesagt. Raus damit, Mann. Sagen Sie, was Sie wollen. Nein, nein, ich kenne einen besseren Weg. Ich möchte, dass Sie mich begleiten. Denken Sie doch einmal mit. Ich habe im Moment ganz andere Probleme mit Sophia. Ich sage Ihnen, es hat auch mit ihr zu tun und mit etwas, das Minks uns allen verheimlicht hat. Also schön, Brick. Sie wollen irgendwo hingehen und reden. Na dann los. Kelly? Wo bist du? Nick, ich musste weg. Bitte komm zum Aussichtspunkt. Es ist dringend. Kelly. Sind Sie? Ich bin die Wache von Mr. Capwell. Wer sind Sie? Ich bin Mrs. Capwell, seine Frau. Tut mir sehr leid, Mrs. Capwell, aber der Zutritt ist niemandem gestattet. Auf wessen Anweisung? Das hat Mason Capwell angeordnet. Das ist doch lächerlich. Ich werde doch wohl meinen Mann besuchen dürfen und jetzt raus hier. Ich bekomme meine Order von Mr. Capwell. Es wäre mir lieb, Sie würden jetzt gehen und zwar sofort. Zwingen Sie mich nicht, Gewalt anzuwenden. Wie Sie wollen. Wo ist Mason? Er ist für einen Moment weg. Bitte warten Sie so lange draußen. Und wenn er zurückkommt, reden Sie am besten selbst mit ihm. Eins ist Ihnen doch klar, ich werde mehr als nur mit ihm reden. Ich glaube einfach nicht, dass er mir das antut. Fassen Sie mich nicht an! Doch eins kann ich Ihnen versprechen. Und darauf können Sie sich verlassen. Ehe Sie Feierabend haben, sind Sie Ihren Job los. Mutter? Bleib bitte sitzen, Mutter. Brick hat etwas auf der Seele, was er uns unbedingt sagen will. Ich habe eine Verabredung. Ich fasse mich kurz, Minks. Aber ich wollte, dass Sie dabei sind. Lionel? Ja? Brick, bitte nicht. Ich bin Ihr Sohn. Haben Sie gehört, was ich gerade sagte? Ich bin ja nicht schwerhörig. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon Sie reden, Brick. Brick, nicht! Ich bin bitte. Ihr Sohn von Sophia und ihm. Mutter! Nein! Hören Sie endlich auf, hier rumzufaseln, oder wollen Sie sich dafür rächen, was Ihnen Augusta angetan hat? Ich sagte, ich bin Ihr Sohn und Sophia ist meine Mutter. Weißt du, was ihr da faselt, Mutter? Weißt du etwas? Nun sag schon, weißt du irgendetwas über diese Sache? Kommen Sie schon, Lionel! Ihnen war es doch suspekt, dass sie mich ins Haus geholt hat und mir so viel Macht gegeben hat. Wieso tat sie dann so, als gehörte ich zur Familie? Brick, ich weiß es nicht und denken ich habe sie es doch auch mal nie gewusst. Glauben Sie etwa wegen meiner schönen Augen? Ich dachte, dass sie möglicherweise Augusta eins auswischen wollte. Was weiß ich denn? Augusta weiß es besser, das sage ich Ihnen. Niemand hat Minks je dazu gebracht, dass sie etwas gegen ihren Willen tut. Wieso denken Sie, hat sie mich von der Straße geholt? Ich bin Minks Enkel, Ihr Sohn. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich, weil Sophia und ich nicht einen... Sophia ist meine Mutter und Sie sind nicht der Vater von Channing, Sie sind mein Vater. Sie haben mir den Verstand verloren. Channing ist er mein Sohn. Er war das Kind von einer kleinen Zirkusfamilie namens Wallace. Warten Sie mal. Einen Augenblick mal. Das will ich jetzt von dir hören. Mutter, los, sag etwas. Ja, los, raus damit. Sag, dass er gelogen hat. Komm schon, sag es. Sie kann's nicht, weil sie die Wahrheit kennt. Sie kennt sie besser als irgendjemand sonst auf dieser Welt. Mutter, sieh mich an. Oh mein Gott. Kein Problem, Mrs. Amante. Mr. Capwell sagt, Sie können bei ihm bleiben, solange Sie wollen. Ich danke Ihnen vielmals.
Mason, diese Wache, die du da für CC angeheuert hast, er warf mich gerade aus dem Zimmer, aber Sophia ließ er einfach rein. Gut, dann habe ich ja doch den richtigen Mann engagiert. Ich bestehe darauf, meinen Mann jetzt zu besuchen. Machen Sie eine Pause, Tom, ich kümmere mich darum. Erlaubnis verweigert. Mason, ich will ihn doch nur sehen und seine Hand für eine Weile halten. Von der Wache? Gütiger Himmel, ich weiß ja, dass du nicht lange fackelst, aber dass du so schnell zur Sache kommst, Gina. Es ist einfach unfair, dass du als Einziger entscheidest, wer zu CC darf. Gina, es gab hier einen Umsturz und ich bin der Kopf der neuen Junta. Ich habe mir sozusagen erlaubt, den Notstand zum Schutze meines Vaters auszurufen, denn er schwebt in Lebensgefahr. Die aber nicht von mir ausgeht. Aber es war irgendjemand in seinem Zimmer und nahm ihm die Sauerstoffmaske ab. Ich war es aber nicht, Mason. Dieser jemand wusste, dass er auf dem Weg der Genesung war und genau das wollte er verhindern. Wieso fragst du nicht Eden? Sie war es doch, die sich dort eingeschlossen hat und dann stundenlang bei ihm geblieben ist. Wieso verdächtigst du nicht sie? Ich verdächtige niemanden, Gina. Ich versuche nur, meinen Vater vor weiteren Anschlägen zu schützen. Offensichtlich stellt Sophia in deinen Augen keine Gefahr dar. Ja, offensichtlich. Wieso versuchst du eigentlich bei jeder Gelegenheit, mich zu demütigen und zu beleidigen? Hier in diesem Haus ist keiner, der sich für mich einsetzen würde. So wie man sich bettet, Gina, so liegt man. Das solltest du eigentlich wissen. Ich kann dein Geschwafel nicht mehr ertragen. Wenn du mich nicht zu ihm lässt, werde ich es gerichtlich erzwingen. Erlaubnis verweigert. Viel Spaß, Thomas. Hier der Stuhl. Danke. Was stehen Sie so dumm rum? Setzen Sie sich. Kelly? Kelly! Ich habe deine Nachricht gefunden. Was ist los? Dylan, ich habe Angst. Ich bin sicher, Nick weiß alles über uns. Wieso? Was hat er gesagt? Er hat einen Verdacht, das spüre ich. Und er ist irgendwie aufgebracht. Ich weiß, er ahnt etwas. Hör zu, wenn er denkt, dass irgendwas zwischen uns ist. Oder besser gesagt, zwischen uns gewesen ist. Könnte es ihm doch nur einer von uns gesagt haben. Naja, weißt du, er sieht mich an, als wäre er irgendwie wütend, dass ich ihn angelogen habe. So, als ob er mir nie wieder vergeben würde. Ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll und auch nicht, was ich tun soll. Es ist schrecklich. Ich fühle mich so wahnsinnig schuldig. Kelly, du bildest dir das vielleicht nur ein. Nein, das bilde ich mir nicht ein. Dylan, ich habe einfach Angst, ihn zu verlieren. Wieso solltest du ihn verlieren? Es sei denn, du machst mit ihm Schluss. Das will ich aber nicht, das weißt du. Ich will, dass er mir wieder glaubt und dass er so ist, wie er früher zu mir gewesen ist. Das wird schon wieder. Ja, genau. Aber nur, wenn ich ehrlich zu ihm bin. Du denkst doch nicht daran, ihm alles zu erzählen. Doch, das werde ich. Das ist das Einzige, was ich tun kann. Wenn du das tust, wirst du ihn für immer und ewig verlieren. Er würde nie damit fertig werden. Ich ertrage es nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus, Dylan. So geht es nicht weiter. Reg dich nicht auf. Es gibt einen Ausweg. Welchen? Ich kann nicht darüber sprechen. Es ist noch nicht sicher, aber es ist das Einzige, was ich tun kann. Verstehst du? Und wieso sagst du es mir nicht? Weil du es früh genug erfahren wirst. So, und jetzt muss ich los. Also, bis dann. Dylan, warte! Mason, geh mir aus dem Weg! Mir scheint eher, du stehst dir hier selbst im Wege. Was willst du, Mason? Dir helfen. Wenn du mich lässt. Was tust du hier? Hast du herumspioniert? Ich muss nicht spionieren, um zu sehen, dass du Probleme hast. Ich habe keine Probleme. Kelly, solltest du einen Freund zum Reden brauchen? Oh, einen Freund? Ja, ich wäre gern dein Freund. Gib mir doch eine Chance. Ich habe mich geändert. Nein, es gibt nichts, worüber wir uns unterhalten könnten. Kelly, ich mache mir Sorgen um dich. Ich will nicht, dass du eine Riesendummheit begehst. Ich finde, du hast es mit Nick gut getroffen und du solltest das wegen Dylan nicht aufs Spiel setzen. Spar dir deine Worte, denn du weißt nicht, wovon du sprichst, Mason. Du hast eigentlich nie den Eindruck gemacht, als würdest du dich selbst belügen, Kelly. Du willst etwas von mir, ja? Rührt vielleicht daher dein plötzliches Interesse an meinem Leben? Wieso denn gleich so zynisch? Ich hatte schon immer großes Interesse an deinem Leben. Aber nur, wenn es deinen Machenschaften geholfen hat. Nur zu, was willst du dieses Mal? Du musst mich nicht angreifen, um dich zu verteidigen. Ich greife dich nicht an, aber ich könnte es mir noch überlegen. Wie die Mutter, so die Tochter, nicht wahr? Du benimmst dich genauso wie sie, als sie in deinem Alter war. Du hältst dir zwei Männer gleichzeitig und belügst beide. Hast du denn gar nichts aus ihren Fehlern gelernt? Ich glaub's einfach nicht, dass du so dumm sein kannst. Wieso bemühe ich mich überhaupt so, wie du mich behandelst? Du bist immer noch meine kleine Schwester. Und du der Tyrann, der du immer gewesen bist, von klein auf. Ja, aber Nick ist ein netter Junge und er hat zumindest deine Aufrichtigkeit verdient. Also wenn du ihn nicht liebst oder ihn nicht willst, sag's ihm und dann lass ihn gehen. Aber spiele nicht gegen seinen eigenen Bruder aus. Du bist genau der Richtige, Ehrlichkeit zu predigen und dich als Apostel aufzuspielen. Einen verlogeneren und hinterhältigeren Menschen als dich kenne ich nicht.
Auch wenn ich es wäre, ändert es nichts an dem, was du tust. Nathan, ich tue doch gar nichts. Ich habe gesehen, wie du Dylan ansiehst. Ich liebe Nick, hörst du? Und ich werde ihn heiraten. Anderen ist es auch schon aufgefallen. Es ist mir egal, was die anderen Leute denken. Ich liebe Nick aber und Schluss. Aber die Sache mit Dylan bekommt er irgendwann mit. Und darüber mache ich mir Sorgen. Und das solltest du auch, wenn dir so viel an ihm liegt, wie du immer behauptest. Ah, jetzt verstehe ich. Du hast also vor, mich zu erpressen. Was? Na, du rennst mit dieser Geschichte zu Nick. Wenn ich nicht tue oder sage, was du von mir verlangst. Was hättest du anzubieten, was mich interessieren würde? Meine Stimme im Aufsichtsrat von Capwell Enterprises. Du brauchst sie, um die Kontrolle über die Firma zu bekommen. Tja, mir hätte klar sein müssen, dass ich dir nichts vormachen kann, Kelly. Weißt du was, Mason? Ich werde dir meine Stimme entziehen und du kannst zu Nick gehen und ihm alles erzählen. Du denkst, dass er dir glaubt. Sollte ich nicht? Er glaubt mir und nicht dir. Nein, du hast die Nerven nicht dazu. Ich kenne dich besser, als du denkst, Mason. Mag sein, dass du Eden ausbotest, aber bei mir beißt du auf Granit. Ach, Mason, hör auf. Ja. Er ist dein Sohn. Brick ist dein Sohn. Aber wie kam er zur Familie Wallace, Mutter? Durch einen Zufall. Was heißt das? Das verstehe ich nicht. Tja, mein junger Mrs. Wallace bekam zur gleichen Zeit wie Sophie ein Baby. Was soll das heißen, dass Mrs. Wallace, als sie das Krankenhaus verließ, das falsche Baby mitgenommen hat, ohne dass es jemand bemerkt hätte? Ist es das, was du mir sagen willst? Es war kein Versehen. Du hast die Babys vertauscht? Ich tat es, um zu verhindern, dass dein Sohn bei den Capwells aufwächst. Mein Gott, Mutter. Wie konntest du? Brick. Mutter, so sehr hast du die Capwells gehasst und verachtet. Ja, so sehr. Ja, du doch genauso. Deswegen warst du doch hinter Sophia her. Aber das geschah nicht aus Hass. Nein, ich habe sie geliebt. Ich liebte sie, Mutter. Ich verstehe einfach nicht. Nein, ich verstehe einfach nicht, wie du mir das verheimlichen konntest. Und das 26 Jahre lang. Ich kann das nicht begreifen. Wieso du mir das nicht schon früher erzählt hast? Also, du hast seinen Lebenslauf verfolgt und du hast ihn hierher gebracht und du hast ihm einen Platz in unserem Leben gegeben und du hast mir aber nie etwas davon erzählt. Warum, Mutter? Warum hast du es deinem eigenen Sohn nicht erzählt? Sicher, du warst jahrelang wütend auf mich. Ja, das weiß ich. Ich war viel zu oft weg, ich kam zurück. Aber ich weiß, ich bin nicht sehr verantwortungsvoll mit unseren Finanzen umgegangen und mit unseren Besitztümern, ja. Sicher, die Liste meiner Verfehlungen ist endlos. Aber du, Mutter, du hast ihn hintenrum trotz allem zurückgeholt, um alles, aber auch alles Brick zu übereignen. Ich meine, was hattest du vor? Ich meine, was wolltest du? Nur darauf warten, dass er alt genug ist, um mir dann die Macht zu nehmen, ja? War es das? Peu à peu bringst du ihn ins Geschäft und mit den Jahren, wenn du das Gefühl hast, dass er die Sache managt, ja, dann überschreibst du ihm alles. Ist es das, weswegen du ihn wieder zurückgeholt hast? Ich meine, war es das, was dich all die Jahre abgehalten hat, es mir zu erzählen? Nein, ich habe nur für deinen Sohn gesorgt. Alles, was ich getan habe, habe ich für dich getan. Für mich? Das verstehe ich nicht. Also, ich verstehe überhaupt nicht, was du damit sagen willst. Du hast doch nur für dich selbst gesorgt und wolltest ihn aufs Pferd setzen. Gegen mich und meine Kinder. Ja, so pervers bist du. Du dachtest,
dass er sich vielleicht dankbar erweisen würde, dass er alles tut, was du von ihm verlangst, und dann... Nein! Du dachtest, dass Brick auf dich hören würde. Dass er bei dir bleibt und sich weiter deine Lügen anhört. Ich mache ihm keinen Vorwurf daraus, dass er uns verlassen hat. Ich glaube, du hast ihn ein bisschen unterschätzt. Tja, und so wie ihn hast du auch mich unterschätzt, verehrte Mutter. Was mich allerdings brennend interessiert, ist, ob du jemals vorhattest, ihm zu sagen, dass er der Auserwählte ist. Oder wolltest du ihn genauso wie uns alle im Dunkeln tappen lassen? Wie auch mich. Sag mal, ist dir eigentlich klar, Mutter, was du meiner Familie und Sophia angetan hast? Mein Gott, Sophia. Ich muss es ihr erzählen. Nein, Lionel, tu's nicht. Zieh niemanden da hinein. Nicht einmal Sophia, nicht mal sie. Mach sie mal an. Du solltest dich reden hören. Du versuchst doch immer wieder, andere Menschen zu manipulieren. Nein, was würde es bringen, wenn du es ihr erzählst? Es ist besser, es bleibt ein Geheimnis. Zum Teufel mit deinen Geheimnissen. Versuche nie wieder, solange du lebst, etwas vor mir zu verheimlichen. Denn schon das hier werde ich dir nie im Leben verzeihen. Mein Leben hängt von deiner Güte ab, Sissi. Und davon, dass du mir, wenn du gesund wirst, verzeihst. Und mich immer noch liebst. Oh Gott, bitte. Oh, bitte lass es bald sein. Ich habe solche Angst. Wohl am meisten vor mir selbst. Mir fehlt etwas und ich weiß, was mir fehlt. Du fehlst mir und deine Liebe und auch deine Stärke. Es ist so entmutigend, allein zu sein. Es ist schrecklich, die Momente ertragen zu müssen, in denen ich Angst habe, dass, wenn du aufwachst, du mir nicht verzeihst und mich nicht mehr liebst, sondern mich hasst. Wenn ich daran denke, möchte ich am liebsten wegrennen. Wegrennen an einen sicheren Ort, wo jemand ist, der auf mich wartet und dem noch etwas an mir liegt. Aber das ist nicht wirklich das, was ich eigentlich will. Doch wenn ich Angst habe, dann weiß ich nicht, ob ich stark genug sein werde, nicht wegzurennen. Darling, bitte. Du musst bald wieder gesund werden. Du weißt, ich brauche dich doch. Ist sie hier? Wer? Sophia. Ist sie nicht hier? Ich habe keine Ahnung. Sie wurde wegen CC angerufen, also da müsste sie hier sein. Vielleicht ist sie im Gästehaus. Da bin ich schon gewesen, Mason. Da ist sie nicht. Oder sie ist wieder weggegangen. Nun, kommen Sie ruhig rein, Lionel. Sophia? Haben Sie Brick Wallace gesehen oder was von ihm gehört? Nein, nichts. Wie es scheint, könnten Sie einen Privatsekretär gebrauchen, Lionel. Vielleicht ist sie oben. Hören Sie, tun Sie uns allen einen Gefallen und halten Sie sich von Sophia fern. Mason! Ich werde jeden Raum in diesem Haus durchsuchen, bis ich sie gefunden habe. Ich schlage Ihnen was anderes vor. Was Sie brauchen, ist ein Aufpasser. Und jetzt lassen Sie mich los, verstanden? Wo ist sie? Lionel, muss ich denn erst Augusta anrufen? Ist sie für Sie verantwortlich? Mason, Sie haben 3 Minuten, um mir zu sagen, wo sie ist. Also Lionel! Aufhört. Ich sagte Ihnen, ich weiß es nicht. Kommen Sie sofort zurück. Sie haben kein Recht, hier alles zu durchsuchen. Bleiben Sie stehen! Ist das das Zimmer von CC? Ja, Sir, aber Sie können da nicht rein. Lassen Sie ihn auf keinen Fall rein. Lassen Sie mich aus. Lionel, das ist Hausfriedensbruch. Halten Sie den Mund. Was geht hier vor? Sophia, ich muss mit dir reden. Sophia, ist alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Ist Brick hier gewesen? Hat er was gesagt? Nein, 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 er war nicht hier. Komm raus, wir reden auf dem Flur weiter. Bitte, CC braucht Ruhe. Sophia, ich muss mit dir reden. Komm bitte mit, komm. Sollen wir ihn aufhalten, nein. Sir? Lassen Sie ihn nur gehen, Tom. Wir sollten mal nach CC sehen. Tut mir leid, Sir, Sie können da nicht rein. Nicht ohne Erlaubnis von Mr. Capwell. Mason? Keine Chance, Kirk. Sorgen Sie dafür, dass die Tür verschlossen bleibt. Ja, Sir. Nick? Hallo, ich dachte, du wärst gar nicht da. Ich war den ganzen Morgen in der Dunkelkammer. Was sagst du dazu?
In gewisser Weise haben wir Grund, uns zu freuen. Denn unser Sohn ist noch am Leben. Ja, unser Sohn. Was? Sophia, Brick ist unser Sohn. Wovon sprichst du überhaupt? Ich werde versuchen, es dir zu erklären. Also sieh mal, jahrelang hattest du vor mir ein Geheimnis. Und zwar, dass Channing mein Sohn ist. Ja, und es scheint, dass Minx ebenso ein kleines Geheimnis all die Jahre hatte. Und es ebenso gut gehütet hat. Stell dir vor, es gab noch eine Frau, die im selben Krankenhaus zur selben Zeit auch ein Baby zur Welt brachte. Und dieses Baby trug den Namen Wallace. Briggs Mutter? Ja. Ja. Und meiner Mutter war die Vorstellung unerträglich, dass ein Baby der Lockridges unter dem Namen der Capwards aufwächst. Das hielt sie einfach nicht aus. Das ist nicht ganz leicht für mich. Ich habe es auch eben erst erfahren. Sie ist nicht so weit gegangen, das Kind lieber tot zu sehen, aber es ist wohl so gewesen, dass sie wünschte, ein anderes wäre an seiner Stelle. Als die Mütter das Krankenhaus mit ihren Kindern verließen, hatte meine Mutter die zwei Babys längst vertauscht. Mein Gott! Ja. Channing war nicht unser Sohn. Brick ist unser Sohn. Aber nein. Ja, es tut mir leid, aber Mrs. Wallace nahm unseren Sohn mit und offensichtlich wuchs er bei ihnen auf. Mit Katie Wallace als Mutter. Sie waren Zirkusleute. Sie zogen herum, er bekam den Spitznamen Brick und seine richtige Großmutter, Minx Lockridge, brachte ihn schließlich wieder zurück nach Santa Barbara. Und die andere Familie, die Familie Wallace, hatte dein Kind. Und ihr Kind wuchs in deinem Haus auf als Channing Capwell. Willst du behaupten, dass mein Channing nicht mein Sohn ist? Channing war mein Sohn, das darf doch nicht wahr sein. Ich habe ihn geliebt. Ich weiß, ich verstehe dich. Ich bin sicher, dass Katie Wallace Brick genauso geliebt hat wie du Channing. Aber wenigstens wissen wir jetzt, dass dein und mein Sohn noch lebt. Wir haben ihn wieder. Ist das wahr? Warte mal, Lionel, ist das absolut sicher? Ja, es ist wahr. Brick bekam die Sache mit dem Tausch heraus und Minx gab alles zu. Was wir tun können, ist zu versuchen, Brick zu helfen. Ich meine, du kannst dir vielleicht vorstellen, wie enttäuscht er jetzt sein muss. Er weiß es also. Ja. Er weiß es. Und was sagt er dazu? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne ihn zu wenig. Ich muss erst mal meine eigenen Kinder darauf vorbereiten. Wer weiß, wie sie reagieren werden. Nehmen wir nur Warren. Er lehnt ihn ab. Aber Brick ist ein guter Mensch. Ein wirklich guter Mensch. Ich kann mir nur nicht vorstellen. Ich frage mich, ob er in mir je seinen Vater sehen kann. Aber ich... Brick, ich will ihn sehen. Ich muss ihn sehen. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich fürchte mich davor. Hör mir zu. Wieso rufst du ihn nicht einfach mal an? Ich bin sicher, er ist noch im Orient Express. Ich gehe so lange aus dem Zimmer. Ruf ihn an. Hier ist das Telefon. Na los. Also, was hältst du von ihnen? Ich finde, es sind sehr gute Fotografien. Mir war nie klar, wie viele Bilder ich von euch gemacht habe. Einzeln und zusammen. Ja, mir auch nicht. Das auf der Bohrinsel ist großartig geworden, findest du nicht? Ja. Du siehst richtig gut aus, als du in San Francisco aus dem Flugzeug gestiegen bist. Oh, und das hier nach unserer Landung. Ein echter Schnappschuss.
Ihr seid ein gut aussehendes Paar, Kelly. Dylan und ich sind kein Paar, Nick. Entschuldige, du weißt, was ich meine. Nein, das weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, wieso du dir die Mühe gemacht hast, sie zu vergrößern. Es könnte der Anfang eines neuen Buches sein. Und es könnte vielleicht Augen heißen. Was meinst du damit? Ich habe einmal ein Foto gemacht, weißt du noch, von einer Frau, die ihrem Bruder eine Suppe gegeben hat. Und du sagtest, dass die Augen alles über das Schicksal und die Gefühle der beiden verraten. Erinnerst du dich noch daran? Ja, tue ich. Du hattest recht damit. Augen sagen wirklich alles. Aber die Kunst ist, zu erkennen, was sie aussagen. Aber ich habe meine Schwierigkeiten mit diesen Augen. Weißt du, ich sehe gewisse Dinge hier, die mich stutzig machen. Was denn für Dinge? Naja, in Dylans Augen ist ein Geheimnis, würde ich sagen, etwas sehr Tiefgehendes. Und in deinen Augen ist so eine Art Nervosität, irgendetwas, ich weiß es auch nicht. Hab ich recht, Kelly? Liebling, hast du so viel Vertrauen zu mir, um mir zu sagen, was dich bedrückt? Ich glaube, ich brauche etwas frische Luft. Es ist... Möchtest du, dass ich dich begleite? Nein, ich wäre keine gute Gesellschaft. Es wird nicht lange dauern. Ich bin gleich da. Darf ich reinkommen? Ja, doch, komm. Ich wollte nur vorbeikommen und euch beiden auf Wiedersehen sagen. Ich verschwinde. Wo willst du hin? Tja, das weiß ich noch nicht. Nur wie? Mit dem Zug. Dass du aufs Fliegen verzichtest, hätte ich wirklich nicht gedacht. Tja, ich auch nicht. Das Einzige, was ich will, ist weg von hier. Naja, wo immer auch die Reise endet, ich habe es nicht eilig. Was ist mit dem Casino? Sam übernimmt die Sache. Weißt du, er war von Anfang an dabei. Die Verträge hat er auch unterschrieben. Er schafft das schon. Ich bin sicher, das wird er. Das Geld, was ich dir schulde, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich werde es dir schicken. Von Sam bekomme ich noch meinen Anteil. Gut, wenn du willst. Ja, das will ich. Tja, also ich muss jetzt gehen. Also ihr beiden, mach's gut. Dylan, warte. Du bist mein Bruder. Und ich liebe dich. Brüderchen, ich dich auch. Hallo, hier ist Brick Wallace. Wer ist denn da, bitte? Hier ist Sophia. Ich erfuhr gerade die Wahrheit. Und ich wollte mich mit Ihnen darüber unterhalten, aber das kann ich nicht am Telefon, das verstehen Sie doch, oder? Ja, okay, wo? Wir sollten uns irgendwo privat treffen. Es gibt da einen Aussichtspunkt bei den Capwalks. Ja, den kenne ich. Es wäre Ihnen also recht. Ja, wann wollen wir uns treffen? Aber bitte nicht so früh. Vielleicht so gegen 8. Die ganze Sache muss ich bei mir erst mal setzen. Hm. Gut. Also bis dann. Auf Wiederhören. Hm. Bis dann. Sie Schlange! Seien Sie doch wenigstens so ehrlich und sagen Sie mir ins Gesicht, dass Sie mir meinen Sohn gestohlen haben. Lionels Sohn. Ja, Lionels Sohn. Und jetzt setzen Sie sich, Minx. Sie kommen mir hier nicht weg, solange wir nicht miteinander gesprochen haben. Vor 26 Jahren entschied sich Lionel für Augusta. Und als er diese folgenschwere Entscheidung traf, hat er wie Sie das Recht verloren, in mein Leben reinzureden. Für das Kind, mit dem ich schwanger war, war ich allein verantwortlich. Ich habe C.C. Capwell geheiratet und dem Kind seinen Namen gegeben.
Und Sie machten sich nicht die Mühe, Ihrem Mann oder Lionel von dem Kind zu erzählen. Das geht Sie überhaupt nichts an. Das ist nicht Ihre Angelegenheit und war es nie. Er ist immerhin mein Enkel. Er ist mein Sohn und ich habe getan, was ich für ihn für richtig gehalten habe. Genauso wie ich. Sie? Sie haben ihn gestohlen. Sie haben ihn seiner Mutter geraubt. Erst haben Sie ihn gestohlen und damit nicht genug. Sie haben ihn zu Fremden gegeben. Sie griffen in sein Leben ein und das ist das Entsetzliche. Wenn Sie selbst immer noch nicht einsehen, was für eine schreckliche Tat Sie begangen haben, dann sind Sie eine Frau ohne Gewissen und ohne Moral. Oh, Sie sagen mir, ich habe keine Moral. Oh ja, genau das sage ich. Denn was ich tat, tat ich aus Liebe. Aber was Sie taten, taten Sie aus keinem anderen Grund als aus reinem Hass. Sie hassten die Capwells und Sie gingen so weit, Schicksal zu spielen mit dem Leben zweier Kinder. 26 Jahre ging es nur nach Ihnen. Aber jetzt habe ich meinen Sohn wieder. Und ich sage Ihnen, wenn es möglich ist, werde ich versuchen, ihn von Ihnen fernzuhalten. Merken Sie sich eins, Sophia. Sie haben es mir zu verdanken, dass Lionels und Ihr Sohn noch lebt. Nick? Ja? Da ist etwas, was du mir bitte erklären könntest. Mhm. Und das wäre? Wieso hast du nicht versucht, Dylan daran zu hindern, wegzugehen? Ist ja komisch. Genau das wollte ich dich auch fragen. Mich? Wieso sollte ich ihn dann aufhalten wollen? Wenn du das nicht weißt, woher soll ich es dann wissen? Ich habe dir eine einfache Frage gestellt. So einfach ist sie nun auch wieder nicht. Ich bin sicher, er tut nur das, was er für das Beste hält. Wieso bist du so kalt? Nein, das verstehst du falsch. Ich war viele Jahre von meinem Bruder getrennt. Ich hätte nie erwartet, wieder näher mit ihm zu tun zu haben. Ich meine, ich will ihm nicht im Wege stehen. Und wenn er denkt, er lebt irgendwo anders besser? Das ist es nicht. Die Dinge liegen anders. Ach, wie liegen sie denn? Was ist es dann? Was willst du hören? Nur die Wahrheit. Du scheinst mir über die Wahrheit besser Bescheid zu wissen als ich. Wie wär's, wenn du mir erzählst, was du für die Wahrheit hältst? Ich denke, dass du eifersüchtig bist. Was hätte ich für einen Grund, eifersüchtig auf dich? Ich glaube, dass du schon immer eifersüchtig auf ihn gewesen bist. Oh, erlauben Sie mir, dass ich mich auf die Couch lege und Sie mit der Analyse fortfahren. Ich verstehe nur nicht, wie du deinen Bruder einfach so weggehen lassen konntest. Vergiss nicht, er ist erwachsen, Kelly. Von dir ist er genauso weggegangen. Das ist nicht dasselbe, Nick. Richtig, das ist nicht dasselbe. Nicht dasselbe, ganz und gar nicht. Tut mir leid. Ich reg mich über Sachen auf, die es gar nicht wert sind. Mir geht's genauso. Ich glaube, ich gehe ein bisschen spazieren. Ja, das scheint bei dir zur Gewohnheit zu werden. Genau, so ist es. Ach, besser die Kehle verrenken, als dem Wirt was schenken. Du sagst es, Sam. Tja, ich dachte, wir würden wieder als Team zusammenarbeiten. Wieso, das können wir doch auch. Wenn das Casino läuft, hast du doch Zeit nachzukommen. Sicher, nur wohin? Wo willst du eigentlich hin? Naja, irgendwo hin. Mann, wird's dir eigentlich nie langweilig, irgendwo hinzugehen? Du alte Schnapsnase. Ich will mal ehrlich sein. Diese letzte Nummer mit Carlo, ja, die hat mir gereicht. Weißt du, die Vorstellung, ein Zuhause zu haben, erscheint mir augenblicklich ausgesprochen anziehend. Ich gebe dir ein Jahr. Ein Jahr? Ey, spürst du denn nicht die besondere Schwerkraft hier? Ich dachte, du stehst auf diese Gegend. Nicht mehr. Ey, wer ist sie? Wer? Na, die Frau. Der Grund, weswegen du weg willst. Nein, der Grund, weswegen ich jetzt weggehe... Jetzt erzähl mir doch keine Geschichten, Kleiner. Du verwechselst dir was. Du bist es doch, der sich Hals über Kopf verliebt hat. Ja, ist es denn? Ah ja, ich muss zugeben, die Ladies haben mich ganz schön auf Trab gehalten, ja. Mhm. Weißt du, ich bin von den faszinierendsten Plätzen wieder abgereist. Plätze, an denen ich meine Rente hätte sinnlos versaufen können, weißt du? Maßvoll und zurückhaltend, na, wie es so meine Art ist. Ne? Ach was. Nun ja, nur so lange, bis eine Frau auftauchte, meine Seele wollte und ich wegrannte. Und wieso denkst du, dass das hier nicht passieren kann, mein Lieber? Naja, meine Rente habe ich schon lange ausgegeben. Mein Herz ist leider völlig zermalmt.
Da ist nichts mehr da, womit ich mich verlieben könnte. Klingt, als wären wir in der gleichen lausigen Verfassung. Nicht doch wegen Janice, Kleiner. Nein, nicht wegen Janice. Dann ist es also Kelly, oder? Willst du, dass ich meinen Zug verpasse? Ja. Lass uns gehen, Sam. Gerade einen Schriftsatz auf. Verstehen Sie, und er wird dem Richter vorgelegt und er versicherte mir, dass ab morgen früh Mason hier nichts mehr zu sagen hat. Legal, selbstverständlich. Ja, Ma'am. Sehen Sie, ab morgen werde ich diejenige sein, die in diesem Hause bestimmt. Ich bin Cicis rechtmäßige Frau. Und in den Augen des Gesetzes, da gilt die Frau immer noch mehr als die Söhne. Sie verstehen hoffentlich richtig. Also hängt jetzt alles von mir ab. Von jetzt an treffe ich die Entscheidungen. Naja, ab morgen sind Sie Ihren Job los, es sei denn... Ich entschließe mich anders. Wir werden sehen, was passiert. Nun, ich würde jetzt gerne ein paar Minuten zu meinem Gatten. Bedauere, Ma'am. Aber solange Sie nicht mein Boss sind, brauchen Sie die Erlaubnis von Mr. Capwell. Wie heißen Sie? Tom. Tom, Sie sind eine sehr gute Wache. Vielen Dank, Ma'am. Ich tue mein Bestes. Ich habe ein kleines Problem und ich dachte, vielleicht könnten Sie mir dabei helfen. Mein Reißverschluss klemmt und mein Mädchen ist schon gegangen. Es ist niemand da, um mir zu helfen, und ich kriege das Ding nicht zu. Wo ist denn der Reißverschluss? Hier, helfen Sie mir doch bitte. Tja, also... Okay, ich bin nicht so geschickt in solchen Sachen. Na los, versuchen Sie es doch. Ihre Hände sind ja so angenehm warm. Naja, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Oh, na sicher schaffen Sie das. Hey, was geht hier vor? Ich hätte mir denken können, dass du es auf diese Tour versuchst. Welche Tour? Naja, dass du versuchst, ihn einzuwickeln. Mason, was glaubst du eigentlich? Dieser Mann wurde zudringlich. Ist ja nicht zu glauben, was, Tom? Also ich... Sie... Naja, ja, sie ist manchmal wirklich zu komisch. Halt den Mund, Mason. Tom, ich übernehme die Wache für den Rest der Nacht. Sie sollten vielleicht eine kalte Dusche nehmen und morgen früh wiederkommen. Okay, Mr. Capwell. Nun, das bedeutet, dass ich jetzt Zeit hätte. Das ist ja nicht zu fassen. Tom, gehen Sie schlafen. Alles wieder in Ordnung, Dad. Du bist in Sicherheit. Wissen Sie, wenn ich eins durch die ganze Geschichte gelernt habe, dann, dass Blut nicht dicker als Wasser ist. Ganz egal, wie viele Babys vertauscht wurden. Meine Mutter ist Katie Wallace. Sie hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Ich bin stolz auf meinen Namen. Also, ich brauche die Lockridges nicht. Und genauso wenig Lionel. Und auch nicht Sie. Bitte, mir wäre es sehr lieb, wenn Sie beide sich nicht in mein Leben einmischen würden. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Fragen Sie. Wenn Sie so darüber denken, wieso haben Sie es weitererzählt? Wieso behielten Sie es nicht für sich, wie Minx es wollte? Ich hasse Geheimnisse. In den seltensten Fällen bleiben sie geheim. Irgendwie kommen sie immer ans Tageslicht und es gibt Probleme, egal wie sehr man um die Geheimhaltung bemüht ist. Nein, ich musste die Wahrheit erfahren. So wie Sie und Leiner und die anderen Betroffenen.
Wir sollten einen Weg finden, die Wahrheit zu akzeptieren und mit ihr zu leben. Brick, könnte ich vielleicht irgendetwas für Sie tun? Oder gibt es vielleicht irgendetwas, was Lionel für Sie tun könnte? Nein, nichts. Nein. Oder warten Sie. Da wäre eine Sache, die ich will. Aber ich will darüber noch nicht sprechen. Brick! Es tut mir leid. Es tut mir so leid für dich. Letzter Aufruf. Es fährt jetzt auf Gleis 2 der 8 Uhr Pacific Eagle Express ein. Endstation Plymouth Falls, Oregon. Alles einsteigen. Dylan! Dylan, hier bin ich! Leb wohl.